Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir untersuchen gerade eine eingestürzte Höhle, wo ein paar Osram-Stöberer durchgekommen sind. Wir haben ein paar Überlebende oder eine Überlebende getroffen, die leider nicht lange überlebt hat, aber sie konnten mir sagen, dass sie wohl von irgendwas angegriffen wurden. Jetzt haben wir hier ein paar... Was war das? Maschinen getroffen, die haben wir... mehr schlecht als recht erledigt. Jetzt haben wir allerdings nicht mehr viel Heilbeeren auf Vorrat. Nee, das sieht eher schlecht aus. Und der große Obermacker, der hier wohl für den Einsturz gesorgt hat, der ist noch gar nicht aufgetaucht. Ich habe ein bisschen Bedenken. Aber irgendwie hat es ja immer geklappt. Daher gucken wir mal. Guck mal, da hinten ist doch schon eine Öffnung. Hm. Da kommt doch jetzt garantiert noch was. So kurz vorm Ausgang. Klingt, als käme es von weiter drin. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, es springt schon auf mich zu. Von weiter drin, aber hier geht's doch raus. Das kommt aber jetzt nicht von hinten, oder? Ich habe Angst. Die Kiste. Oh Gott. Schnell weg hier. Da scheint es rauszugehen. Ja, ja. Moment. Wenn ich schon hier drin bin, lasse ich mir meinen Hut nicht nehmen. Können wir nicht einfach wieder auf die andere Seite raus? Ich sollte mit Frostmunition schießen. Oh, ein Steinbrecher! Juhu! Da draußen ist ein Steinbrecher. Oh. Hat es gerade die Höhle zugemacht? Steinbrecher sind richtig fies. So, wir haben einen Steinbrecher, also hier. Die mag ich ja gar nicht. Das sind doch diese Maulwürfe, oder? Ja. Okay. Schwach gegen Schock und Frost. Bringt's mir was, Fallen aufzustellen? Ich muss auch was absprengen. Die Grabschaufeln, dann kann der sich hoffentlich nicht mehr einbuddeln. Ich hoffe, das ist hier in diesem Spiel so. Denn die Erkenntnisse, die alten, die sind nicht immer richtig. So, hier haben wir was mit Schock. So. Und, nee, warte, den Sprengbogen hätte ich dann doch gerne. So. Feiglingmethode geht nicht. Wo ist das Vieh jetzt? Ist wenigstens nur eines da. Wäre fies. Ja, zwei werden es nicht sein. Steinbrecher. Er muss die Osram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Muss ihn erledigen. Verdammte Axt. Falls er hier rüberkommt. So, was haben wir da hinten? Kühlsaft. Aber der wird nicht hier rüberkommen.
Der wird nämlich immer nur Zeugs nach mir spucken. Ich kenne das doch. Eine Eiswaffe wäre auch gut. Ach, habe ich sogar. Habe ich doch schon ausgerüstet. Was ist denn hier unten? Kühlsaftkanister. Aha, okay. Ich weiß ja, der wird ja aufmerksam auf meine Schritte. Mist. Abgebrochen. Sehr gut. Zu weit. Mann. Dieser Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Mann. Abklaue. Sehr gut. Also, Elektroschaden ist inzwischen richtig stark. Ich weiß gar nicht, war der auch so krass im ersten Teil? Ich finde die ziemlich krass. Oh, hier ist ja alles voll. Nanu?
Habe ich den nicht noch nicht komplett gelootet? Doch. Hier noch. Noch eine Grabklaue. Sehr gut. Der konnte sich aber trotzdem vergraben. Also anscheinend abspringen, damit er sich nicht mehr vergraben kann, ist nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob das im ersten Teil überhaupt wirklich ging. Aber ich hatte es irgendwie so im Kopf. So, hier ist Kühlsaft und alles. Was ist hier noch? Oh, armes Schwein. Jetzt habe ich aber auch wieder Material hier rausgehauen. Mann. Mann. Liegt da auch viel Kühlsaft drauf. Auf dem Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Ach stimmt, wir sollen ja Vorräte besorgen. Seine Kassette müsste darunter sein. Wildbrunnen. Vorwurfskassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Nicht denn da noch rum? Und Frostbrüllrücken. Ich habe vor denen echt Respekt, weil das Problem ist halt, die tauchen halt so aus dem Boden aus. Auf. Und die hören auf deine Schritte. Zumindest war es im ersten Teil so. Oh, die muss ich aufbrechen. Loot? Was bist du denn? Osram-Försterin. Schriftrolle, einen Brief in groben, aber lesbaren Glyphen verfasst. Hey Cousin, ich habe über deine Entscheidung nachgedacht, nicht mit in die Wüste zu kommen. Ich wollte dir nur sagen, ich verstehe es. Nicht jeder Osram ist geborener Stöberer und wenigstens hast du es von vornherein gesagt. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Letztes Jahr hat sich mein Trupp in Fahrlicht versammelt für unseren ersten Beutezug ins Niemandsland. Da kam dieser einzelne Kaja an. Total rausgeputzt, großspurig und er hatte mit tollen Wörtern um sich geworfen. Er wäre auf einem einsamen Unterfangen, die Kannibalen der Tenakt-Horde zu erforschen. Hat uns Stöberer angeguckt, als wären wir Abschaum und tönte das Schmiedendreck, wie wir bloß nicht versuchen sollten, einen Abenteurer von makellosem Ruf zu behindern. Aber als er zu den Toren kam, ist die Luft aus seinen Bällen gewichen. Er hat angefangen, die Wachen auszufragen, wie es im Niemandsland wirklich ist. Und hat einiges zu hören bekommen, plus ein paar Gerüchte über die Schrecken der Clanlande. Da war der alte Knacker schon weiß wie Bierschaum. Er jammerte über die Risiken und wie wertvoll er sei als größter Gelehrter des Landes und Juwel des Sonnenreichs. Hat sich voll reingesteigert. Als die Wachen angeboten haben, das Tor für ihn zu öffnen, hat er fast sein Frühstück wieder ausgespuckt und jaulte was von »Ein Schritt in den Westen bedeutet, mit einem Fuß im Grab zu stehen«. Irgendwann hatte der Hauptmann genug und schickte ihn nach Meridian zurück. Und jetzt rate mal, wer das war. Der weitgereiste Aram, der berühmte Entdecker, ja. Also mach dir nichts draus. Solange du ehrlich zu dir selbst bist, kann dir niemand deine Entscheidung vorwerfen. Und denk dran, du bist genauso weit gekommen wie der doch nicht ganz so weit gereiste Aram. Wir sehen uns, wenn ich von Porgufs Expedition zurück bin. Na, bist du zurückgekommen? Sind viele Tiere hier unterwegs. Ja, ja. Was Seltenes. Oh, hier hätte ich mich sogar verstecken können. Okay, aber ich glaube sonst... Ne, hier ist noch was. Ja, Greifpunkt, schön, aber da ist noch mehr. Da hoch. Ich kann da zwar hoch, aber...
Also ich glaube, da muss ich hier irgendwo die Wände hoch einfach. Sonst wird das nichts. So, sonst ist hier nichts mehr. Sieht nicht so aus. Noch ein paar Schweinchen. Aber wir wollen ja nicht gleich die Schweinchen ausrotten. Und Frostbrücken. Ja, ich hätte hier einiges noch mit Frostschaden machen können, aber... Ja, lock die Maschinen mal dahin. Also ich kenne den Trick noch nicht, vielleicht gibt's einen. Außer zu warten, bis sie sich mal dahin begeben. Aber wenn du mitten im Kampf bist und die dich im Visier haben, finde ich es schwierig. So. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Die Mutter hat in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Ring? Ha! Ein Schuss mit Feuermunition auf diese Lohefässer dürfte ausreichen. Okay. Ich habe nur gerade kein Feuer ausgerüstet. Ey, da haben die einem schon hier mehr Slots ins Rad gegeben und es ist immer noch nicht genug, weil man einfach so verdammt viele Waffen bekommt. Hier raus. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Vorwurf sollte das erfahren. Auch noch was. Loot. Ach, herrlich. Ich fühle mich gleich viel besser. So. Aje. Den lassen wir hier liegen, okay. Aber jetzt haben wir den Weg hier durchgefunden. Na denn. Oh. Verdammte Schande! Tagebuch eines Stöberers mit in freundlicher Handschrift verfasst. Ist denn eine freundliche Handschrift? Oh, dieser Damm weckt schöne Erinnerungen. Die Gerüchte über einen gigantischen Deich führten mich hierher, in der Hoffnung, wieder einmal eine erfolgreiche Stöberstelle zu erschließen. Oder vielleicht hatte ich auf ein Abenteuer gehofft, so packend wie meine Reise in den gefrorenen Norden. Aber jetzt, da ich hier bin, macht sich ein wenig Ratlosigkeit in mir breit. Selbst mit dem Blick eines Abenteurerprofis finde ich keinen Weg, unbeschadet ins Innere zu gelangen. Geschweige denn mit einem gefüllten Rucksack zurückzukehren. Und ehrlich gesagt, alles wirkt so heruntergekommen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass der Erfolg die Mühe lohnen würde. Moment, wurde meine Waghalsigkeit etwa von der praktischen Vernunft einer gewissen rothaarigen Nora beeinflusst? Ich glaube schon. Nur zu meinem Besten nehme ich an. So sehr mich ein weiteres dammbrechendes Herumstöbern noch reizt, ich bezweifle, dass sie wie durch ein Wunder wieder auftauchen und mich noch einmal retten würde. Und selbst wenn, würde ich nicht wollen, dass sie für mich ihren Hals riskiert. Nicht nach allem, was sie für mich getan hat. Oh nein, ich werde noch eine Weile in Erinnerung schwelgen und dann geht es weiter nach Süden zu den brennenden Küsten. Ah, okay. Ich glaube, der stammt aus dem DLC. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon. So, was ist denn hier unterwegs? Was seid ihr? Ist etwas Besseres als Feuer. Breitschlunde. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss doch eigentlich zu denen hier zurück. Ich habe jetzt hier so einen schönen Durchgang gemacht, aber sonst ist eher so meh. Ich bin wohl wieder im Niemandsland. Jetzt kann ich mich ungehinderter bewegen. War eigentlich wieder zurück. Wir gehen jetzt einfach weiter zum nächsten. Lagerfeuer. Ups, Entschuldigung. Und dann teleportieren wir uns zurück.
Gott, und Gott, so viel zum nächsten Lagerfeuer. Hier ist ja was los. Oh Gott, hier kommt mir was entgegen, oder? Irgendwo verstecken? Nein? Ah. Ruhig bleiben. Haben wir es bald hier? Okay. Was? Nein? Doch. So, dann wieder zurück. Wir haben den Durchgang hier gefunden. Ach, da war auch ein Lagerfeuer. Verdammt, ich hätte gar nicht hier rüber gemusst. Naja, egal. So. Macht ja nichts. Mal sehen. Wenn wir alle Tage nehmen, die wir im Lager nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird, aber die Anzahl der Leute halbieren. Oh, und die Stöberprämie der Retterin. Sollte es nicht zu tief in die Wüste gehen. Besonders nicht nach Südwesten. Sobald die Grabung läuft, einer unserer Späher hat dort echt fiese Tenakt gesehen. Diejenigen, die Maschinen zähmen. Er hat gerade so überlebt. Danke fürs Bescheid sagen. Neues Rebellenlager. Ja, die Helden sind wohl so freundlich wie eh und je. Ich frag mich, was sie so weit in der Wüste machen. Keine Sprengpaste mehr. So. Dann geben wir mal hier ab. Zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, nein, oder? Nein. Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Große Kassette. Wo hast du die denn versteckt? So, jetzt aber eine anständige Belohnung hier. Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bring die Expedition richtig in Schwung. Ha, ach das. Vorwärts zur Grabung. Ich überlege, ob wir vielleicht als nächstes zu dem Langhals gehen. Kommst du mit nach Süden? Waffen-Upgrade. Was können wir upgraden? Den Kanister, was war. Ach, machen wir es doch endlich. Komm. So. Auch wenn wir ihn bisher nie benutzt haben. Ich würde mich dann sicherer fühlen. Bereit zum Aufbruch? So, wo ist denn die Truhe? Ich suche jedes Mal. So. So, wir könnten runter zum... Ich meine, wir sind ja gerade so in der Nähe hier. Wir könnten runter zum Langhals einfach. Einfach mal gucken. Ich meine, selbst wenn wir den nicht machen können, wissen wir schon mal, was hier unten dann Sache ist. Na, wo ist der Marker? Hä? Wenn du was erleben willst, in der Nähe ist ein Gedanke. Sehr grob die Richtung hier. Aber wieso zeigt er mir denn die Markierung nicht an? Komm mal her. Wir gucken uns jetzt mal diesen Langhals an, der angeblich aggressiv. Ich glaube, ich meine, in einem Gerücht gehört zu haben, der sei aggressiv. Da ist er doch schon. Sieh mal an. Ein Langhals. Ich wusste, dass es hier einen gibt.
Hier ist Sturm. Der soll irgendwie aggressiv sein? Im Moment sieht er nicht so aggressiv aus. Oh, hallo. Ich kann jetzt Dornrücken überbrücken. Und reiten. Und reiten! Okay, cool. Weiß nicht, ob ich das jetzt probieren will. Geht mal lieber weg. So. Oh, oh. Hab mich nicht gesehen. So, wo war der lange Hals da? Sonst ist da nichts. Sieht nicht so aus, ne? Ey, hier ist nichts. Dreh dich um. Geh. Kusch. Husch! Bevor ich dich zum Reittier mache. So, der soll aggressiv sein? Sieht nach äußerer Ausrüstung aus. Wahrscheinlich der Druck, von dem ich hörte. Der da entlang verfolgte. Aha. Da könnte es noch spannend werden. Okay, dann. Neustart. Ich könnte den Langhals überbrücken, aber wie komme ich zu ihm hoch? Ich würde sagen, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Es scheint ja hier was zu tun zu geben. Dann machen wir doch das nächste Mal genau das. Vielleicht den Langhals überbrücken. Mal schauen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann erkunden wir hier das Lager und ich hoffe, der Langhals ist nicht irgendwie wirklich aggressiv und stürzt gleich auf mich zu. Das fände ich gruselig. Naja, wie auch immer. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.